Ich kam 1974 zum Glauben. Ich bin Jahrgang 51, also 42 Jahre alt im Oktober. Bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin noch voll berufstätig auf der Bank. Und ich kam in einem sehr behüteten Elternhaus, in einem Geschäftshaus zur Welt und wurde eigentlich traditionell evangelisch erzogen. Mit Kinderkirche, mit allem drum und dran. Ging dann in den Flegeljahren, so mit 14, 15, 16, ging ich in die Welt. Und zwar absolut. Und kam dann bei einer Evangelisation von Jugend für Christus zum Glauben. Ich erlebte damals eine tiefgreifende Buße und Veränderung meines Lebens, die dann drin, auch drin mündete, wirklich sein Leben vor Gott und Menschen in Ordnung zu bringen. Ich war damals ein brennender Gläubiger. In der ersten Liebe. Wir waren im Kreis des CVJM und wir hatten so etwas Ähnliches wie Erweckung. Es kamen viele junge Leute zum Glauben. Ich habe es seither nie mehr in solch einer Form erlebt. Wir saßen zusammen, junge Leute. Ich war damals mit 22 einer der Ältesten von der Gruppe. Die Jüngsten waren 15. Und fast an jedem Sonntag in diesen kleinen Gesprächskreisen kam es zu Bekehrungen. Es hat sich gezeigt im Nachhinein, dass doch etliche dieser Bekehrungen echt waren. Aber wir hatten ein Problem, wir hatten keine Lehre, gar keine. Die Führungsleute des CVJMs waren nicht bekehrt, sie waren nicht wiedergeboren. Wir hatten dauernd einen einzigen Streitpunkt, das war die Heilsgewissheit. Wenn wir sagten, wir sind sicher, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir dem Herr Jesus gehören, dass wir mit Gott versöhnt sind, dann sagten uns die Leute, nein, das gibt es nicht. Und zwar dauernd war hier Ärger. Und dann passierte bei mir persönlich etwas. Die erste Liebe ging ungefähr nach einem halben Jahr zurück. Ich hatte keine Lehre. Ich las damals Gute Nachricht und Lutherbibel 1912. Das sind ja sicher zwei Extreme. Niemand zeigte uns, wie man mit der Bibel umgeht. Wir waren kindlich einfältig. Und in der Phase habe ich mich dann zerrieben an den Auseinandersetzungen mit den Leuten im CVJM. Und als wir richtig enttäuscht waren, der Teufel weiß immer, wenn ich und wenn du enttäuscht bist. Als wir wirklich enttäuscht waren, dann kam plötzlich etwas Faszinierendes. Es war so circa ein Jahr nach meiner Bekehrung. Ich habe mich 3 Monate nach der Hochzeit mit meiner Frau bekehrt. Und über eine Freundin von ihr, von der Kinderkirche, bekamen wir Kontakt zu der Volksmission entschiedener Christen. Es war damals, zu der damaligen Zeit, eine sehr gemäßigte Pfingstgemeinde, die sehr pietistisch eigentlich geprägt war. Und diese Leute hatten plötzlich etwas, das ich suchte von ganzem Herzen. Sie waren nicht so trocken und nicht so kritisch und nicht so, ich sag's einmal, vertrocknet wie die CVJMler. Sondern diese Leute, die waren fröhlich. Sie hattet Freude. Sie hattet Gottesdienste, wo zum Beispiel auch mal geklatscht wurde. Wo gekniet wurde zum Beten, wo man zu Gott schrie wie ein kleines Kind, ohne Hemmungen, ob andere zuhören. Also hier war keine so fromme Fassade. Wenn man sich auf der Straße traf, nahm man sich in den Arm und der eine Bruder sagte, preis dem Herrn, und der andere hat mit dem gleichen Ausdruck geantwortet. Hier war, es war für uns junge Leute wie Balsam, faszinierend. Und wir fragten uns, was habt ihr, was wir nicht haben? Und man hat uns nach kurzer Zeit erklärt, wir haben die Geistestaufe. Die Taufe im Heiligen Geist. Mir wurde das folgendermaßen beschrieben, dass es das Erlebnis aus Apostelgeschichte 2 wäre. Dass nach der Bekehrung ein zweites Erlebnis käme, das punktuell ist, das also auf einmal geschieht, und zwar folgendermaßen. Dass eine Kraftwelle mich oben am Scheitel erfasst und dann mein ganzes Leib durchströmt bis zu der Fußsohle. Und in dem Moment, wie die Kraft Gottes in mich einströmt, dann beginnt der Gläubige auf dem Höhepunkt dieses Krafterlebnisses in einer Fremdsprache zu reden, die er nie gelernt hat. Das sogenannte Zungenreden. Und ab diesem Zeitpunkt kann er das tun, sobald er es will. Und von dieser Stunde an, als ich das hörte,
Und ich hörte dann das erste Mal Zungenreden, ich hörte das erste Mal Weissagen, dass jemand aufstand in der Gebetsgemeinschaft und plötzlich redete, so spricht der Herr. Also in der Ich-Form, wie wenn der Herr Jesus reden würde. Wir sind vor Ehrfurcht erstarrt. Und von dieser Stunde an hatte ich nur noch einen Wunsch. Ich will die Taufe im Heiligen Geist. Ich lag auf den Stühlen in der Gebetsstunde und schrie zu Gott, taufe mich im Heiligen Geist. Es begann ein fürchterlicher Kampf. Ich habe mich dann vom CVDM getrennt mit einer kleinen Gruppe. Und wir waren überzeugt, hier ist die wahrhafte Gemeinde Jesu. Ich habe dann die Geistestaufe gesucht mit allem, was ich hatte, aber ich habe sie nicht erhalten. Und in der Phase geschah dann etwas Schreckliches. Ein Heilungsevangelist aus dem Elsass, der Mann heißt Sir Peter Schmidt, legte mir die Hände auf. Und in dem Moment, wie dieser Sir Peter Schmidt mir die Hände auflegte, lief der Film meines Lebens vor mir ab. Ich sah plötzlich Dinge der Vergangenheit in meinem Leben. Ich war wie unter Starkstrom. Das war in der Festhalle, ich denke in Endingen oder in Erzingen, irgendwo so ein Teil von Balingen. Ich war wie unter Starkstrom. Ein ungeheures geistliches Erlebnis, aber ich hatte die Zungenrede nicht. Folglich war es noch keine Geistestaufe. Aber ich habe etwas mitgenommen von dieser Versammlung, von dieser Kraftwirkung. Von der Stunde an haben sich ganz langsam, so latent, so unterschwellig, Lästergedanken eingestellt. Und es war am Ende so weit, dass ich nicht mehr die Bibel aufschlagen konnte bei der Szene der Kreuzigung Jesu. Die Lästergedanken haben mich überfallen wie wilde Tiere. Ich konnte sogar sagen, ob der Lästergedanke von links, von rechts, von unten, von oben kommt. Und ich war am Rand des Wahnsinns. Ich war am Rand der Psychiatrie. Ich habe mich zerrieben in diesen Problemen. Ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die so viele Stunden in der Seelsorge zugebracht haben wie ich. Ob es noch mehr Leute gibt, die so krankhaft das Lösungsgebet gesucht haben, über die so oft gebetet wurde, wo so oft geboten wurde im Namen Jesu. Ich habe das alles durchgemacht bis in letzte Konsequenz. Aber das Problem war, ich wurde innerlich nicht stabil, sondern blieb gleich psychopathisch. Aber dann kam die große Stunde im Frühjahr 76. Auf dem Kniebiss ist eine Freizeit der Volksmission, die extra dazu gemacht wird, dass die Gläubigen Geistestaufen und Geistesgaben erhalten. Und in dieser Versammlung, da habe ich jede Sünde, die ich kannte, die letzte Sünde meines Lebens habe ich in der Seelsorge, selbst die Gedankensünde, habe ich wirklich auf den Tisch gelegt und ehrlich geoffenbart. Mit dem einen Wunsch im Herzen, Geistestaufe. Und nach 3 Tagen war es soweit. Nach 3 Tagen erhielten meine Frau und ich zusammen auf dem Stuhl sitzend die Taufe im Heiligen Geist. Kein besonderes Erlebnis, aber wir konnten mit einem Schlag in Zungen reden, in einer Fremdsprache, die wir nie gelernt hatten. Es begann, dass die ganze Versammlung im Chorgebet, alle zusammen gebetet hatten, ein Teil in Zungenrede, ein Teil in Deutsch. Und als dann die Seele richtig aufgewühlt war, sagte der Prediger, stopp, jetzt höre in dich hinein, wenn du etwas hörst, dann sprich es aus. Ich habe in mich hineingehört und hörte Laute. Ich habe es ausgesprochen und derselbe Sekunde war eine Sprache da, die ich selber nicht kannte. Ich konnte die Sprache aber jederzeit reden. Die Brüder kamen dann, haben das sich angehört. Und da kam eine ganz klare Aussage, die Zungenrede ist echt, du bist geistgetauft. Nur war ein Problem. Ich wurde durch diese Geistestaufe innerlich nicht stabil. Im Gegenteil. Ich wurde so anfällig gegen jede Form von Okkultem, dass ich nur noch in Angst und Zittern lebte.